Herzlich willkommen bei Kongi und Ax Atelis. Oder so. Ist halt ein älteres Spiel von 2002. Eigentlich auf der Xbox. Kam auch für PC raus später, glaube ich. War es so gewesen, wenn ich die Erinnerung habe. Das ist ein Spiel, was der Community sich gewünscht hat. Ein Nischenspiel, was ich nicht auf dem Radar hatte. Geschweige ich persönlich auch gar nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was ein Spiel das ist. Worum es sich dreht. Was ich hier machen muss. Ich will es mal anspielen und testen. Was mir gefällt, weiß ich nicht. Kann man mal richtig schön, dann sieht man mich besser. Nein, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel wird. Ich werde anspielen, ich werde testen, ich werde vielleicht ein, zwei Aufnahmen machen. Wenn es mir gefällt, spiele ich es weiter, klar. Warum nicht? Wie gesagt, das wird meine erste Folge nicht ein Spiel sein. Willkommen beim Zuschauen. Neues Spiel. Das sieht ja schon echt creepy aus. Jetzt, 5, 6. Bin stärker. Die Herren habe ich auch. Was ist das hier? Geschicklichkeit. Wo ist das? Rettungsklasse, okay. Ja, das ist ja so, ne? Ja, mach mal. Das hier. Schwertkämpfer. Das habe ich auch. Oh, das ist ja so. Das habe ich mir optisch geändert. Wie hast du das denn gemacht? Ich sehe ja richtig kantig aus. Oh, ich werde abgeschleppt. Bestimmt von Sonju. Der schleppt doch gerne ab. Kaum 5 Minuten das Spiel an, schon will ich diskriminieren hier. Die Hinweise des Tutorials finden Sie auf dem Tagebuch. Erwarten Sie von der Taste F4. Wir haben kein Alt F4, da steht also rechts klicken Sie um den Mausschrittmodus in den. Ach so. Ah. Ein Bild. Ein Bild. Okay, jetzt habe ich einen Pit gegessen. Ein Stein. Ja gut. Ah, geht normal nicht. Nein. Ja. Hey. Hey. Oh, kommen Füße. Fremder, wir müssen hier weg. Was? Ich kann mich nicht erinnern. An nichts. An nichts. Nicht mal an meinen Namen. Was habe ich getan, dass ich hier bin? Die Goblins haben dich wahrscheinlich von hinten angefallen. Verdammte Goblins. Na los, sieh dich in deiner Zelle um. Da muss es einen Durchschlupf geben. Goblins. Ich kann von meiner Seite aus nichts tun. Ich sehe gerade meine Kamera ist falsch. Muss ich mal kurz ändern. Moment. Tada! Kamera ist oben. Jetzt müssen wir alle unten gucken. Das wird jetzt von mir. Da muss ein Durchschlupf sein. Maul halten, Gefangene! Da muss ein Durchschlupf sein, sagt er. Bestimmt hier hinten. Ein Plumpsklo. Aha.
Ich drücke mich mit dem Rummel hier. Ja, komm her, du kleiner Glummel, ich hau dich um. Rück die Waffen ziehen. Ich dich könnte auch. Ich dich komme in Ablösung nach Essen. Du anfassen Mensch, du Achtung sein mit neuer Ergucken gefährlich. Was soll ich denn? Hier. Kuckuck. Also ein bisschen. Du hast ihn. Öffne bitte meine Zelle. Ah, das ist roh. Ja, dann nehmen wir das mal. Das ist roh. Gut, du hast ihn. Öffne bitte meine Zelle. Ja, ich verstehe es noch nicht mit dem Waffen ausrüsten. Nein. Hier. Kann man das nicht? So. Ich habe einen Knochen auf dem Rücken. Danke, Amshaga. Amshaga. Falls du dich deines Namens nicht erinnern kannst, behalte diesen. Er bedeutet, der keinen Namen hat, in einer alten Sprache. Mein Name ist Kulta und ich war Mitglied der Gilde der Reisenden, bevor ich hier gelandet bin. Amshaga. Also gut, für den Moment werde ich mich so nennen. Was ist das für eine Gilde der Reisenden? Du hast wirklich dein Gedächtnis verloren, nicht wahr? Unsere Welt hat keine Sonne mehr und dort draußen ist nichts als eine endlose Einöde aus Eis. Nur jene, die für solch extreme Bedingungen ausgerüstet und ausgebildet sind, dürfen die gefahrvolle Reise zu den befestigten Städten tief in den Bergen antreten. Das sind die Leute von der Gilde der Reisenden. Gut, diskutieren wir das später. Lasst uns nun erst einmal von hier verschwinden. Ich bin verletzt. Ich kann durch dieses Loch nicht hindurch. Ich bleibe hier und warte, bis du die Tür öffnen kannst. Mach dir keine Sorgen um mich. Nee, mach mir auch nicht. Nochmals danke. Ich werde deine Hilfe niemals vergessen, Amshaga. Ich brauche deine Hilfe, weiß ich nicht. Das will nicht so leicht aufgehen. Irgendwas Tolles in der Zelle. Nö, warum auch? Moment. Hmm.
Sie sperren oft ihre eigenen Wachen hier ein, um die Gefangenen im Auge zu behalten. Wir müssen einen anderen Weg hinausfinden. Bitte, lass mich nicht hier. Komm zurück. Amshaga. Thank you.
abonnieren, liken und das kommentieren und nicht vergessen.